Guten Morgen, ihr wundervollen heiligen Lichter. Guten Morgen, Christus. Ja, wow. So, wir beginnen heute mit Übungsteil 2. Wir haben jetzt ganz enorm 220 Tage hat Jesus und damit zugebracht, uns unser altes Denksystem, ein Denksystem von Angst und Trennung, bewusst zu machen, so mit aller Macht bewusst zu machen, die ganzen Tricks des Ego, ja, unser altes Denken einfach und ans Licht zu bringen und neu zu ordnen. Das heißt, ja, verlernen, es war ein Verlernen, es waren 220 Tage von Verlernen, von Neulernen. Und immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und ja, dieses Wiederholen, das wird auch nicht aufhören, weil das Verlernen und Lernen hört im Grunde auch nicht auf, weil es geht ja immer noch weiter. Das ist jetzt nicht so, dass es also komplett abgeschlossen wäre. Sonst würden wir ja auch nicht, ja, dann würden wir das Buch wirklich in einem Jahr studieren und an die Seite legen. Und ja, das ist, kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, wie das funktionieren kann. Denn wir brauchen einfach immer und immer wieder diese Erinnerung und immer wieder neu und immer wieder neu. Und das ist ja so, wir haben es einmal gehört, ne? Wir verlernen die Dinge, wir und so weiter. Und dann ist es ja so, dann vergessen wir es wieder, ne? Dann lassen wir uns wieder vom Ego einlullen oder von unserem, das, ich meine, unser altes Lernen. Dass dieses alte Denksystem, das ist ja, ich meine, es ist überhaupt nicht mächtig, aber wir haben es mächtig gemacht. Ne? Weil wir enorm viel Zeit, wir haben Zeit gemacht und dann haben wir diese ganze Zeit, ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder keine Ahnung, wie viele Jahre, haben wir dazu verwendet, ja, dieses Denksystem in uns zu erhärten, ja, und haben es damit, haben dem ganzen damit eine scheinbare Macht gegeben. Das heißt, es ist doch ganz klar, dass sowas nicht in 220 Tagen mal eben so zack, so und dann ist es vorbei. Also ja, es geht schon immer noch weiter. Aber jetzt in dem zweiten Übungsteil geht es darum, ja, das verändert sich jetzt vollkommen und ich freue mich auch riesig jetzt auf diesen zweiten Teil, weil es sind eigentlich, dieser zweite Teil sind Gebete. Es sind Gebete, es sind wundervolle Gebete, es sind Annäherungen. Wir gehen jetzt tatsächlich mit Jesus an seiner Hand. Er spricht, er ist immer bei uns. In jeder Übung spricht er ganz konkret, sagt er wir und so weiter, ja. Und wir nähern uns jetzt Gott an. Das ist die direkte Annäherung an Gott. Die beginnt jetzt wirklich, dass wir direkt, da brauchen wir keinen Mittelsmann mehr, sondern das ist nicht nötig, sondern wir haben die direkte Verbindung mit Gott und wir rufen ihn an. Und ich möchte einfach nur aus der Einleitung diese drei Sätze hier vorlesen, die so schön sind, die ja eigentlich alles sagen, was jetzt ab jetzt eigentlich der Schwerpunkt ist. Und zwar, statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Und statt zu urteilen, brauchen wir bloß still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Ich liebe diese drei Gedanken. Das ist, weil das Ziel ist ja jetzt eigentlich, dass wir auch Zeit ein, es wird ja Zeit eingespart und dass wir uns direkt an Gott wenden und dann Gott kennt ja keine Zeit. Das heißt, seine Antwort ist immer sofort, jetzt. Und das Ziel ist ja eigentlich wirklich, dass wir uns an Gott wenden und auch innerlich, einfach innen, ich wende mich an Gott und spüre seine Gegenwart. Ja, dass wir gar nicht mehr groß hier denken, machen, tun oder so, sondern mit Hilfe der Vergebung natürlich, ja, durch die Vergebung. Vergebung, was ja bedeutet, wir lassen alles los, was unsere Gedanken, dass wir alles loslassen und uns in Stille
Gott zu wenden. Ja, und dann gibt es eben immer alle 10 Tage ein besonderes Thema, das vorangestellt wird. Und da möchte ich euch empfehlen, das ist knapp eine Seite jedes Mal. Und Jesus sagt, bittet uns, diese Seite, dieses Thema jeden Tag in diesen 10 Tagen immer wieder zu lesen. Zum Beispiel geht es heute los mit dem Thema, was ist Vergebung? Und ich werde es jetzt einmal lesen. Und ich habe das ja schon mal zweimal intensiv behandelt in den letzten Jahren. Und ich habe jetzt keine Ahnung, auf welche Weise der Heilige Geist mich heute führt, um dieses Thema, wie er es kommentieren möchte, ich weiß es nicht. Und ja, keine Ahnung, ich bin selber gespannt, weil ich glaube nicht, dass es genauso intensiv sein wird wie in den letzten Jahren. Ihr könnt das ja aufsuchen in den Playlists, wenn ihr es da noch mal tiefer anschauen wollt. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Und auf jeden Fall die Empfehlung ganz, ganz intensiv ans Herz gelegt: Lies diesen Text für dich in Stille jeden Tag und sei damit. Es geht wirklich darum, dass es dieses, ja, es wird uns ein neues Verständnis zu einem bestimmten Thema jeweils nahegebracht und damit zu sein, das selber zu lesen und damit zu verweilen, das in sich arbeiten zu lassen, ist ganz essentiell. Und dann haben wir halt immer diese kleine Tageslektion, immer nur ein kleines, ja, ein kleines Gebet. Okay, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Was ist Vergebung? Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist. Ja, und das einfach mal, diesen ersten Satz schon, der reicht ja schon mal aus, ja, der bringt schon so viel in Bewegung, wahrscheinlich im Geist. Und einfach mal diesen, damit zu sein, wirklich damit zu sein. Ja, es ist gar nicht geschehen. Ich dachte, mein Bruder hat es mir angetan, es ist aber gar nicht geschehen. Wie kann das sein? Wie wagt er das hier zu behaupten? Ja? Sie verzeiht keine Sünden und macht sie nicht wirklich. Sie sieht, dass es keine Sünde gab. Und in dieser Sicht sind alle deine Sünden dir vergeben. Auf welcher Basis kann Jesus das behaupten oder wie kann das sein? Und es ist uns ja bekannt, nach den 220 Tagen, die wir jetzt gemacht haben, die Trennung ist nie geschehen. Das einzige Problem, die Trennung, ist gelöst, weil sie ist nie geschehen. In diesem Sinne gab es keine Sünde, gibt es keine Schuld, gibt es all diese Dinge nicht. Und wenn ich das akzeptiere, dann sind natürlich auch meine Sünden darin vergeben. Denn ich akzeptiere, dass niemand hier wirklich sündig ist, niemand hier wirklich schuldig ist, dass das meine erfundene Welt ist, die ich mit dem Ego aufgebaut habe, ja, dieses ganze Denken von Trennung und Schuld. Und jetzt geht es um dieses neue Denksystem. Die Trennung von Gott war nur ein Fehler, es war nie geschehen, es war ein Fehler, ein Irrtum in deinem Geist. Du hast es dir eingebildet. Was ist Sünde außer einer falschen Idee über Gottes Sohn? Eine falsche Idee über mich, eine falsche Idee über dich. Die Vergebung sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Was dann frei ist, ihren Platz einzunehmen, das ist der Wille Gottes. Was passiert, wenn ich meine ganzen Bilder, meine Ideen von Schuld und Sünde, was dich anbelangt und mich anbelangt und überhaupt anbelangt, ja, wenn ich das loslasse, was ist dann? Weil mein Kopf ist ja voll von diesen ganzen Ideen. Also lasse ich das los. Dann entsteht ein leerer Raum in meinem Geist. Ja, dann ist da plötzlich nichts. Da haben wir ja Angst vor diesem Nichts, ne? Aber völlig unbegründet allerdings, weil in diesem Raum des Nichts, da kann dann, wenn wir wirklich vergeben, wenn wir still werden und zurücktreten, da kann Gott eintreten. Ja. Ein unversöhnlicher Gedanke ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt,
dass er nicht den Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Ne? Kennt ihr das? Kennt? Ja? Ein unversöhnlicher Gedanke wäre jetzt zum Beispiel ein Gedanke, der sagt, nein, das glaube ich nicht, das kann nicht sein, nein, ich will recht haben und das ist doch geschehen, er hat es mir angetan. Und so weiter. Die Dinge geschehen doch in der Welt, das ist doch ganz klar. Was erzählt der denn hier? Das ist ein unversöhnlicher Gedanke. Der erfällt ein Urteil und zieht es nicht in Zweifel, auch wenn es nicht wahr ist. Und der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit auf diese Weise. Deswegen brauchen wir diesen offenen Geist. Ja, ein offener Geist ist überhaupt die Grundlage. Ein offener Geist ist die Grundlage, um einen Kurs in Wundern zu studieren oder anzunehmen oder ja, zu lernen. Ein offener Geist. Und wenn der Geist verschlossen ist, dann hat ein Kurs in Wundern, dann wird der Mensch oder der Bruder, dessen Geist verschlossen ist, wird den Kurs in Wundern an die Seite legen. Der Gedanke, der unversöhnliche Gedanke, schützt die Projektion. Zieht ihre Ketten enger an, sodass die Verzerrungen verhüllter und verschleierter sind, dem Zweifel unzugänglicher und von der Vernunft noch weiter ferngehalten. Ne, was kann sich zwischen eine starre Projektion und ihr Ziel stellen, dass sie sich zu ihrem Wunschziel wählte? Ne, kennt ihr das? Das wird jetzt im nächsten Absatz noch stärker. Ich lese das mal. Nochmal noch stärker beschrieben, ja. Also ich hatte das wirklich mal, diese Erfahrung. Ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles. In fieberhafter Aktion verfolgt er sein Ziel, wobei er das verdreht und umstößt, was er als Behinderung seines auserwählten Weges sieht. Verzerrung ist sein Zweck und ebenso das Mittel, wodurch er ihn erreichen möchte. Er unternimmt seine wütenden Versuche, die Wirklichkeit zu zerschlagen, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, was einen Widerspruch zu seinem Standpunkt darzulegen schiene. Und das ist doch etwas, was er hier beschreibt. Wenn ihr das mal lest und dann auch wirklich selbst mal damit seid und das mal sacken lässt, das können wir beobachten in der Welt, ja, diese Rechthaberei. In den Kriegen, in den Konflikten und so weiter. Aber ich habe es auch mal erfahren, wo ich so drin in der Krise war und mich so sehr als Opfer gefühlt habe und wirklich dachte, wow, ich will aber doch nur Liebe, ich will doch nur Liebe. Und der andere ist, ja, ist doch derjenige, der hier keinen Beitrag dazu leistet, ne, so ungefähr, und habe alles Mögliche getan, um ihn zu überzeugen oder ach, also das ist so anstrengend, dass man dann einfach müde wird und krank irgendwann, ja, so. Und das ist dieser unversöhnliche Gedanke. Und da können wir vielleicht heute auch mal Zeit nehmen, um einfach zu schauen, wo habe ich in meinem Geist noch unversöhnliche Gedanken? Wenn ich leide, wenn ich Konflikte erleide, wenn ich nicht glücklich bin, wo sind meine, Heiliger Geist, hilf mir, meine unversöhnlichen Gedanken zu finden. Ich will sie dir geben. Ich will sie nicht länger haben. Ich will sie nicht mehr in meinem Geist beherbergen. Ja, und die Vergebung ihrerseits ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Das ist das, was Vergebung tut. Sie kränkt keinen Aspekt der Wirklichkeit, versucht auch nicht, sie zu Erscheinungen, die ihr gefallen, zu verdrehen. Also nicht einmal, dass wir versuchen, irgendetwas zu erklären auf irgendeine Weise, die dann nett ausschaut oder so, ja. Weil das ist auch noch die Wirklichkeit verdrehen. Denn die Wirklichkeit sagt ja, es ist nicht geschehen, es geschieht nicht. Das ist Vergebung. Sie schaut nur und wartet und urteilt nicht. Das ist Vergebung. Und wie schnell flutscht das Urteil aus unserem Mund heraus? Ja, wie schnell? Ja, und dann, ich erinnere mich an eine Textstelle, wo Jesus ganz klar, wunderschön uns rüberbringt, in einem, ganz am Anfang sogar, die Berichtigung von Fehlern, auch, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wo er sagt, wenn du das Ego deines Bruders wahrnimmst, dann musst du durch dein eigenes Ego sehen, denn der Heilige Geist, der schaut direkt darüber hinweg. Genauso wie er es hier sagt.
Die Vergebung schaut nur und wartet und urteilt nicht. Das ist die hohe Kunst, das zu erlernen, wirklich. Also, war das echt, also, ja. Die Vergebung greift nicht ein, ne? Sie tut nichts. Ja? Und das zu erlernen, wirklich dieses Stillbleiben, einfach stillbleiben. Stillbleiben, den Heiligen, mit dem Heiligen Geist. Ne? Wir sind ja nicht allein, Jesus ist da. Und tut ganz und gar nichts tun. Einfach und nicht urteilen. Wir haben immer nur die Wahl zwischen segnen und urteilen. Derjenige, der nicht vergeben will, ach so, genau, jetzt kommt es auch, muss urteilen. Er muss urteilen. Wenn ich nicht vergeben will, muss ich urteilen. Denn er muss sein Versagen zu vergeben rechtfertigen. Der aber, der sich selbst vergeben möchte, muss lernen, die Wahrheit genauso willkommen zu heißen, wie sie ist. Also, ihr Lieben, ich will mir selbst vergeben. Also muss ich lernen, muss. Es steht muss. Nicht du könntest oder ich lade dich ein, sondern ich muss lernen, die Wahrheit, das heißt, was ist die Wahrheit? Unschuld. Die Unschuld willkommen zu heißen. Die Unschuld für meinen Bruder und für mich. Und egal, wer dieser Bruder ist. Und wie kann ich jemanden, der in meiner Wahrnehmung offensichtlich nicht unschuldig zu sein scheint, weil er was in Anführungsstriche Böses tut, wie kann ich das ausdehnen auf diese Person? Ja, ganz einfach. Mithilfe der Sühne, die Trennung ist nicht geschehen. Die Trennung ist nicht geschehen und deswegen ist all das hier ein Traum und mehr ist es nicht. Es ist ein Traum und wir entscheiden uns für das Licht in unserem, für den Teil unseres Geistes, in dem die Wahrheit wohnt, in dem Gott wohnt, in dem der Heilige Geist wohnt, in dem Jesus wohnt, in dem der Christus wohnt, der ich bin, in dem es nur Einheit gibt. Dafür, für dieses Licht entscheiden wir uns und schauen damit auf die Dinge und sind deswegen ganz ruhig. Was gibt es da zu reagieren? Was gibt es da zu tun? Nur auf Anweisung des Heiligen Geistes, auf Anweisung der Liebe. Tu also nichts und lass dir von der Vergebung zeigen, was du tun sollst. Durch ihn, durch den Heiligen Geist, der dein Führer, dein Erlöser und Beschützer ist, stark in der Hoffnung und deines letztendlichen Erfolgs gewiss. Er hat dir schon vergeben, denn dies ist seine Funktion, die ihm von Gott gegeben ist. Seine Funktion musst du jetzt mit ihm teilen und dem vergeben, den er erlöst hat, dessen Sündenlosigkeit er sieht und den er als Sohn Gottes ehrt. Halleluja. Halleluja, wow, es ist so ein wunderschöner Text und ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich den jetzt heute lese und ich kann einfach nur sagen, ah, das zu lesen, zu verinnerlichen, ist ein Wert, es ist so ein großer Wert, tut es. Okay, Lektion 221. Und das ist der Leitgedanke jetzt. Und da lädt Jesus uns ein und sagt, mach weiter, morgens und abends erinnere dich, tagsüber, stündlich oder wann immer irgendein Konflikt, diese Gedanken, die jetzt hier in diesem zweiten Übungsteil sind, sind über alle Maßen geeignet, in jedem Augenblick des Tages, wo du Konflikt erfährst, dir Frieden zu bringen. Einfach die Leitgedanken. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Ja, Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Vater, heute komme ich zu dir, um den Frieden zu suchen, den du alleine geben kannst. In Schweigen komme ich.
in der Stille meines Herzens, in den tiefsten Tiefen meines Geistes, warte ich und lausche auf deine Stimme. Mein Vater, sprich heute zu mir. Ich komme, um deine Stimme in Schweigen, in Gewissheit und in Liebe anzuhören, sicher, dass du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst. Und jetzt spricht Jesus direkt so mit uns, für uns. Nun warten wir in Schweigen. Gott ist hier, weil wir gemeinsam warten. Ich bin sicher, dass er zu dir sprechen wird und du wirst hören. Akzeptiere meine Zuversicht, denn sie ist die deine. Unsere Geister sind verbunden. Wir warten mit der einen Absicht, die Antwort unseres Vaters auf unseren Ruf zu hören. Unsere Gedanken stille sein zu lassen und seinen Frieden zu finden. Ihn zu uns davon sprechen zu hören, was wir sind und dass er seinem Sohn sich offenbare. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Und Jesus ist hier, hier und jetzt, jetzt und hier. Er ist immer hier. Immer wenn wir üben, immer wenn wir uns erinnern. Immer, er ist immer, immer da. Er ist sowieso immer da. Wir tun dies nicht allein. Und der Frieden, Gottes Antwort ist immer eine Form von Frieden. Und der Wind rauscht in den Blättern. Ja. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Und damit heute sein, so viel wie möglich. Still werden, horchen, alles loslassen, alles, 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 woran ich so glaube. Ich will an nichts mehr festhalten, Vater. Ich will dir meinen ganzen Geist geben, all meine Gedanken, die alles, 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 woran ich je geglaubt habe. Ich will dir alles, alles geben. Ich will mit einem ganz, ganz offenen Geist zu dir kommen. Jede Idee von Schuld und Sünde will ich dir geben. Über jeden. Und deinen Frieden empfangen. Das will ich. Das ist mein Wille. Das allein ist mein Wille. Wir horchen heute. Horchen. Ja. Danke, Gott. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Und danke, du. Ja, wow. Danke.